Herr Präsident, werte Kollegen! In der aktuellen Ausgabe von Stiftung Warentest wurden Tortelloni getestet. Uns alle interessiert sicherlich brennend, dass in der Rubrik Ricotta-Spinatfüllung der Testsieger sich durch eine deutliche Käsenote und ein wahrnehmbares Mundgefühl bei Pinienkernen mit der Note 2 auszeichnet. Jetzt fragen Sie sich wahrscheinlich, was um alles in der Welt haben Tortelloni mit Nachhaltigkeit zu tun? Ganz einfach. Wenn wir im Supermarkt einkaufen, dann kann es passieren, dass wir vielleicht ratlos vor dem Kühlregal stehen, weil wir nicht so genau wissen, welche Tortelloni wir kaufen sollen. Die Auswahl ist einfach zu riesig. Was machen wir? Wir orientieren uns vielleicht nach den Markennamen, das, was wir in unserer Kindheit kennen. Sehr wahrscheinlich gucken wir auch auf den Preis. Aber um eine wirklich gute Entscheidung zu treffen, müssten wir nicht nur den Preis vergleichen, sondern auch, was in den Tortelloni steckt. Das ist schon im Supermarkt nicht ganz so einfach, weil man so auf die Schnelle nicht alle Informationen übersichtlich vergleichen kann. Und ähnlich ist es mit Gesetzesentwürfen. Es ist sehr klar, welche Marke da drauf steht. Oft ist auch klar, was die Gesetzesentwürfe kosten. Ich darf daran erinnern, wir als Union haben vor über 15 Jahren uns dafür eingesetzt, den Normenkontrollrat einzurichten, um die Bürokratiekosten zu ermitteln, damit wir als Bundestag diese Kosten in Zaum halten können. Und darauf sind wir sehr stolz. Aber deutlich schwieriger ist es, heute zu beurteilen, wie nachhaltig ein Gesetzesentwurf ist. Meine Vorredner haben heute schon deutlich gemacht, was Nachhaltigkeit ist, warum wir nachhaltige Politik brauchen und durch welche Maßnahmen wir unser Land nachhaltiger machen. Die Schlüsselfrage ist aber, wie wir systematisch auf mehr Nachhaltigkeit in der Politik achten. Es kommt darauf an, eben nicht nur zu schauen, was kostet ein Gesetz, sondern es kommt auch darauf an, zu fragen, was bringt ein Gesetz wirklich langfristig? Die Kosten sind die eine, der Nutzen die andere Seite derselben Medaille. Bisher fehlt uns ein solcher Bewertungsrahmen, so wie die Stiftung Warentest eben anhand klarer Kriterien eben diese Produkte bewertet. Genau das wollen wir ändern. Ich bin sehr froh darüber, dass wir nun die Bundesregierung bitten, einen solchen Bewertungsrahmen zu entwickeln. Das ist weltweit einmalig, dass ein Land so konkret eine vergleichende Systematik entwickeln will. Ich darf mich hier ganz herzlich bedanken bei meiner Fraktion, insbesondere bei meinen Kollegen Ralf Brinkhaus, Georg Nüßlein und Andreas Lenz, sowie allen Kollegen aus dem Parlamentarischen Beirat für nachhaltige Entwicklung und natürlich auch aus dem Umweltausschuss Marie-Louise Dött und Anja Weisgerber. Und natürlich auch bei der SPD, lieber Michael Tews, die Arbeit war hart, aber sie hat sich gelohnt. Die Grundlage für eine verantwortungsvolle Politik ist, alle sozialen, wirtschaftlichen und umweltpolitischen Aspekte, alle 17 UN-Nachhaltigkeitsziele zu berücksichtigen. Wenn ich mir heute so die Reden heute angehört habe, hat das noch nicht jeder verstanden, insbesondere an den beiden Hufeisenenden. Denn wer glaubt, dass nachhaltige Politik nur darin besteht, alle politischen Entscheidungen unter dem Aspekt des Klimaschutzes zu treffen, der hat nachhaltige Politik eben nicht verstanden. Und genau darin, liebe Kollegin Bettina Hoffmann von den Grünen, ist auch ein Unterschied zwischen uns. Ich habe gelesen, mit Interesse gelesen, dass Sie von einem Nachhaltigkeits-TÜV reden. Beim TÜV aber schaut man sich ein Auto intensiv an, testet es auf Herz und Nieren und entscheidet dann, ob es für die Straße zugelassen wird oder eben nicht. Und da ahne ich schon, dass Sie als grüne Fraktion alle politischen Maßnahmen ausschließlich danach bewerten werden, ob es dem Klima schadet, während alle anderen Aspekte unwichtig sind. Unser Verfahren hingegen stellt sicher, dass wir am Ende eine Debatte darüber haben, welche Gesetze am besten alle Aspekte einer nachhaltigen Politik verbinden. Dann können wir hier im Plenum darüber streiten, welche Aspekte uns wichtiger sind. Auch bei der Stiftung Warentest sind die besten Tortelloni nicht deshalb Testsieger geworden, weil sie am meisten grünen Spinat enthalten, sondern weil sie das Produkt in allen Kategorien solide abschneidet.
Auf diese Debatte freue ich mich. Wir als Union sind die Nachhaltigkeitspartei mit unseren sozialen, konservativen und liberalen Wurzeln. Keine Partei denkt Nachhaltigkeit so umfassend wie CDU und CSU. Wir beweisen immer wieder aufs Neue, dass wir Gegensätze miteinander versöhnen können. Und heute machen wir auf diesem Weg einen erheblichen Schritt nach vorne. Deshalb empfehle ich Ihnen wärmstens, diesem Antrag zuzustimmen. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Whittaker. Als Sie mit der Tüte-Tortellini auf das Rednerpult zuging, dachte ich schon, Sie wollen dem Präsidenten ein nachhaltiges Abendessen sichern. Jetzt haben Sie die Tortellini wieder mitgenommen. Ich möchte das sofort, damit das Abendessen für heute gesichert ist, Herr Präsident. Aber ich werde natürlich prüfen, ob das Ablaufdatum schon überschritten ist. Und gegebenenfalls zurückgeben. Ja?